Grüß Gott und hallo, Ralf Paschen für Jagd aus Wilhelmshöhe. Heute darf ich mal wieder eine italienische Schönheit präsentieren. Es handelt sich um eine Bockdoppelflinte aus dem Hause De Sanzani. De Sanzani, ein Name, der nicht vielen geläufig ist, 1910 von Enrico De Sanzani gegründet, hat sich allergrößte Lorbeeren durch allerbeste Jagdflinten erworben. 1930 ging Enrico De Sanzani eine Liaison mit Franchi ein und hat ausschließlich an der Produktion und der Entwicklung der Monte Carlo, später dann der Imperiale Monte Carlo und dann noch dem Topmodell der Imperiale Monte Carlo extra gearbeitet. Das ist die Doppelflinte, die bis an den heutigen Tag den Ruf genießt, die beste italienische Side-by-Side gewesen zu sein. 1970 hat der Firmengründer das Haus verlassen und an seine Nachfolger, einen Herrn Gusago und einen Herrn Mr. Zulli, übergeben. Herr Gusago hatte den Ruf und hat ihn bis heute, er ist fast 90 Jahre alt, goldene Hände zu haben. Die Qualität seiner Arbeit wird von allen Kennern höchstens geschätzt und wird in einem Atemzug genannt mit Fabri, Rizzini, Bertuzzi und den Spitzenprodukten aus dem Hause Piotti. Die Firma Ami De Sanzani hat bis auf den heutigen Tag nicht mehr als 250 Flinten gebaut. Das hier vorliegende Modell ist im Kaliber 12. In der Produktion in den Anfängen wurden für alle Kaliber gefertigt, dann ab 1970 nur noch in den Kalibern 12 und 20. Graviert wurde dieses Traumgewehr von Paravicini, einem der ganz großen Graveure und auch Medici-Schüler der ersten Stunde. Auch er heute im fortgeschrittenen Alter, hoch in den 70ern, aber immer noch aktiv. Was ist zu dieser Flinte zu sagen? Es handelt sich von der Konstruktion um eine Overnander, wie man unschwer erkennen kann. Und es ist hier, wenn man in das Baskül hineinschaut, unschwer zu erkennen, Flankenverschluss à la Boss, eben auch hier mit auswechselbaren Wellen über die Schrauben, sodass, wenn diese Flinte einmal geschossen wird, die ist es noch nicht, aber wenn sie mal sehr hart geschossen werden sollte und das Laufbündel ist ein klein bisschen locker, kann man hier über eine neue Welle bzw. die Köpfe dazu das Ganze wieder in Neuzustand versetzen. Zum Laufbündel ist zu sagen, Lauflänge 75 cm, Gamebore, Pushrod-Verfahren, allerfeinste Handarbeit. Auch hier kann man sehr schön an der Fischhaut sehen, dass da keine Anfänger am Werke waren, sondern das sind sicherlich 21 Linien per Inch und auch im Vorderschaft die goldene Krone als Zeichen der hohen Qualität und Wertschöpfung. Zum Laufbündel selber ist noch zu sagen, es ist selbstverständlich auch hier das Beste, was man fertigen kann, Chopperlamp, das heißt Hakenstück, Patronenlager und Lauf aus dem Vollen mit einer leicht ventilierten Schiene. Und ganz entscheidend, wir haben hier die klassischen Side-Rips verbaut, um den Vorderschaft mega dicht anliegen zu lassen. Beschussstempel und alle Kanten sind noch so scharf, dass man sich darauf schneiden kann. Es lässt darauf schließen, dass diese Waffe ausschließlich in einer Sammlung ihr Dasein gefristet hat. Jagdlich geführt oder auf dem Schießstand ist sie sicherlich nie worden. Die Balance dieser Flinten ist über jeden Zweifel erhaben. Auch dieses Gewehr ist ganz leicht hecklastig. Ich bin jetzt fast auf der Welle und man sieht, dass sie perfekt in der Balance ist. Ein Abzug, Ejektoren und ein Verschluss, der sich sensationell leicht öffnen lässt und auch schließt wie der berühmte englische Safe. Viele Leute behaupten, dass sich gute Gewehre immer erst einlaufen müssen, wenn sie neu sind. In meinen Augen absoluter Blödsinn. Wenn sie von Anfang an perfekt gepasst sind, laufen sie so wie diese Flinte, nämlich butterweich, saugend. Alles in allem
glaube ich, sagen zu können, dass das mit eine der besten Flinten ist, die ich bisher in den Händen gehalten habe. Schwungverhalten, Balance, qualitative Verarbeitung in allen Bereichen, egal ob das die Metall zu Holz oder die Metall zu Metall Passung sind so, dass man es eigentlich nicht besser machen kann. Neu würde so ein Gewehr heute sicherlich weit jenseits der 100.000 Euro kosten. Diese Flinte, es ist eine von 250, das möchte ich nochmal erwähnen, habe ich zum Verkauf bekommen und bin sicher, dass sie ein gutes Zuhause verdient und auch finden wird. Ich freue mich, wenn Ihnen dieser kleine Vortrag gefallen hat. Desanzani ist mit Sicherheit noch nicht vielen im Ohr, aber Sie können versichert sein, das ist eine Qualität, die sich mit absolut jedem Namen messen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.